Bayer Crop Science. Mit innovativen Produkten und zukunftsweisendem Know-how gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern von Saatgut und Pflanzenschutz. Sicherheit und Genauigkeit der technischen Messeinrichtungen haben hier eine große Bedeutung. Besonders wichtig daher die regelmäßige Überprüfung der technischen Einrichtungen und Messgeräte. Im Idealfall sollen dabei keine Anlagenteile die Hallen verlassen. Gesucht wurde deshalb eine mobile Prüfstrecke für Durchflussmessgeräte, die auch im Ex-Bereich eingesetzt werden kann. Ja, im Wesentlichen hier am Standort Höert haben wir ungefähr 200 bis 300 PLT-Stellen für Durchflussmesstechnik, die wir pro Jahr prüfen müssen. Diese Messstellen sind im Wesentlichen eingebaut in Schutzeinrichtungen und Überwachungseinrichtungen. Ein wichtiger Punkt dabei ist für uns, höchstmögliche Genauigkeit und Präzision bei der Kalibrierung dieser Geräte zu erreichen. Bisher konnten wir die Geräte nur einer Funktionsprüfung unterziehen oder aber die Geräte mussten ausgebaut werden und zur Kalibrierung ins Werk eingeschickt werden. Das heißt, die Anlage stand in dem Zeitfenster uns nicht zur Verfügung. Außerdem konnten wir bei einigen Geräten die Strömungszustände nur simulieren. Wir haben uns deshalb für den Einsatz einer Multiprüfstrecke der Firma Endres und Hauser entschieden, da dadurch der Einsatz und die Prüfung unserer Geräte unter realen Betriebsbedingungen möglich ist. Bayer Crop Science nutzt die Multiprüfstrecke zur Kalibrierung und Überprüfung von Durchflussmessgeräten verschiedener Messbereiche. Um einen möglichst weiten Bereich hier abdecken zu können, wird ein Gerät des Typs ProMass 84F in verschiedenen Nennweiten von DN8 bis DN50 eingesetzt. Die Prüfstrecke selber besteht aus einem Vorlagebehälter zur Speicherung des Prüfmediums, einer Pumpe zur Förderung des Mediums und einer Steuerung zur individuellen Anwahl der notwendigen Vergleichsmenge. Sämtliche Komponenten und sämtliche verbauten Schaltschränke sind in Ex-Zulassung ausgeführt. Die Prüfstrecke selbst ist eichfähig und besitzt eine Zulassung gemäß der europäischen Messgeräterichtlinie MID 005. Während der Kalibrierung notiert der Prüfer sowohl die Messergebnisse des Prüflings als auch des Referenzgerätes. Beide Werte werden dann in einem Messprotokoll eingetragen. Die Weiterverarbeitung der Kalibrierergebnisse erfolgt dann im Prüfmittelmanagementsystem von Bayer Crop Science. Wir bedienen die Multiprüfstrecke seit nunmehr 2 Jahren. Die Bedienung war von Anfang an sehr intuitiv. Sie beginnt mit Einspannen des Prüflings, Vorwahl der Prüfmenge und Drücken der Starttaste. Ab da läuft die Prüfung selbstständig ab. Sobald die Menge erreicht ist, schlägt die Prüfstelle selbstständig ab und man kann anhand der Messergebnisse erkennen, ob die Toleranz erreicht ist oder eben nicht. Es geht darum, möglichst schnell, hochgenau und effizient zu prüfen. Wir setzen die Prüfstrecke ein, um unsere Prüfungen so effizient wie möglich zu gestalten. Das heißt, möglichst kurze Wege für den Prüfling. Wenn einmal eine Messung angezweifelt wird, können wir direkt vor Ort in der Anlage mit der Prüfstrecke prüfen. Der Einsatz der Prüfstrecke bringt uns einige weitere generelle Vorteile. Dadurch, dass wir direkt vor Ort in der Anlage prüfen können, entfällt der Einbau und der Ausbau der Geräte. Das heißt, die Produktionsunterbrechung wird dadurch auf ein Minimum reduziert. Das spart Kosten und Ressourcen. Auch das Kalibrierverfahren an sich liefert uns Genauigkeitsaussagen unter realen Betriebsbedingungen. Für uns ist dies ein wichtiger Schritt, um unserem Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Qualität ist auch für Endres und Hauser das entscheidende Kriterium. Und so werden Kalibrierlösungen für alle in der Prozessindustrie gängigen physikalischen, analytischen und mechanischen Parameter angeboten. Je nach Bedarf. Vor Ort, in einem der eigenen Labore oder durch Engineering und Lieferung von kompletten Prüfstrecken. Wie hier bei Bayer. Das Know-how von mehreren Millionen Kalibrierungen mit eingeschlossen. Ja, wir sind an den Markt gegangen, haben einen Partner gesucht, mit dem wir eine derartige Prüfstrecke realisieren können, sind dann bei der Firma Endres und Hauser gelandet, weil wir hier gemerkt haben, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Dies haben wir dann in mehreren Vor-Ort-Terminen hier umgesetzt und unsere Ideen sind 1:1 in diesen Multiprüfstand eingegangen. Qualitätsstandards optimieren sowie Kosten und Ressourcen senken. Das leisten Bayer Crop Science und Endres und Hauser.